Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Sim World 4. Und wir schauen uns heute mal ein neues Feature an von Train Sim World 4. Und zwar ist es das mit dem Züge spawnen und sich dann eine beliebige Route festlegen zu lassen. Das Besondere ist, wir sind jetzt nicht nur im freien Spiel, sondern wir sind hier im Fahrplanmodus. Und da geht es mit dem Züge spawnen auch. Nur eventuell mit dem Nachteil, dass wir unter Umständen lange warten müssen oder so, weil wir natürlich irgendwie in den Fahrplan da reingequetscht werden. Ja, ich habe mir ausgesucht, dass wir dann hier in Lindau starten, da meinerseits hinten ein SBB-Zug da hinten stehen, ÖBB ist vertreten und die Deutsche Bahn. Wie bitte? Ah, okay. Cool. Und um es mal so auszugreifen, das mit dem Zugspawn geht auch so, dass man damit ein bisschen rangieren kann. Also man sagt dann einfach von dem Gleis dann nach dahin und so weiter. Das werden wir gleich mal ausprobieren. So, wir suchen uns mal am Bahnsteig aus, der soweit frei ist. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal Bahnsteig 6 und laufen mal ein bisschen nach vorne. Weil das, was ich spawnen möchte, braucht ein bisschen Platz. Und dann werden wir hier auf der Strecke eine kleine Sonderfahrt machen, sofern es möglich ist, inklusive Umweg. Lass mich raten. Cool. 3 von 35. Ich glaube, das werden nicht die letzten gewesen sein. So, ich würde sagen, es reicht jetzt dann langsam. Wir drücken jetzt einfach mal Tab, sagen neuen Zug erstellen. Und da kann man halt wirklich jeden Scheiß hier spawnen lassen. Also alles, was halt irgendwie so verfügbar ist. Inklusive Güterwagen. Aber wir haben mit der Flying Scotsman. Weil wenn die schon in Amerika schon überall gewesen ist, in Australien, dann kann sie auch mal hier in Österreich fahren. Und ich würde sagen, wir fahren knapp 200 Meter mit 11 Wagen. Das passt doch gut. Dann sagen wir hier erscheinen lassen. Und dann würde ich mal sagen, in die Richtung. Und sobald es grün ist, kann man halt spawnen. Wenn es rot ist, dann geht es halt nicht. So, einmal X. Und da ist sie. Die Flying Scotsman. Ah. Shitty Look. Inklusive den ganzen Wagen. Die kann man auch mit Custom-Lackierung spawnen lassen. Wenn man den möchte. Und wenn man jetzt noch witzig ist, dann könnte man jetzt hier noch eine zweite Flying Scotsman ranmachen. Oder irgendwas anderes. Und das dann so wegziehen. Oder man tut jetzt mit denen da hinten manövrieren. Alles möglich. So. Damit wir jetzt natürlich eine Strecke bekommen, müssen wir in die Lok erstmal rein. So, einmal einsteigen. Machen wir hier mal zu. Hallo, zu. Dankeschön. Setzen uns mal hin. Und dann drücken wir mal die Taste 9. Und dann haben wir jetzt hier unseren Zug. Und den klickt man jetzt einmal an. Und sagen Route setzen. Und jetzt können wir uns irgendein Gleis aussuchen, wo wir denn gerne hin möchten. Ich würde mal sagen, wir fahren. Ah, fahren wir mal bis dahin. Auf das unterste Gleis da hier. Sagen wir hier mal Ziel setzen. Sind Sie sicher, dass Sie dieses Ziel auswählen möchten? Ja. So. Jetzt können wir aber auch noch Wegpunkte reintun. Wir klicken unseren Zug nochmal an. Und sagen zum Beispiel Wegpunkt über einen Ort hinzufügen. Und da kann man jetzt zum Beispiel sagen, hier bei dieser Güterabstellung, da möchte ich einmal reinfahren. Am besten auf dem Gleis, wo ich auch wieder rauskomme. Zum Beispiel. Ah, das hier. Bestätigen. Dann habe ich ihm gesagt, dass ich jetzt da drunter mal fahren will. Vielleicht. Mal schauen, auf der Strecke gibt es noch was anderes Interessantes. Nee. Zweites gehen eingleisig hier. Aber gut, wir haben jetzt unseren Pfad. Und jetzt schauen wir mal nach vorne. Und wir haben schon Ausfahrt. Das ist Glück. Das ist nicht immer so. Sidre. Das heißt, wir werden die Bremse hier einmal lösen. Machen den kleinen Auswerfer mal an. Gehen Richtungswender, sagen wir mal, 50% nach vorne. Und warten, bis die Bremse vollständig gelöst ist. Z.
Zödele. Gut, einmal die Pfeife. Ah, klingt so schön. Und los geht's mit unserer Sonderfahrt. Also die Chancen sind sehr hoch, dass wir vor rotem Signal stehen werden. Nachdem wir jetzt in der Sonderfahrt sind und natürlich alle Züge mit Fahrplan Vorrang haben. Ah, sehr cool. Oh, das war zu viel. Na komm. Ah, schaut euch mal diese Schönheit an. Oh, ich habe was vergessen. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte mal schnell hier hingehen. So, mal schnell die Lampen hier dran machen. Und hier oben noch. Söderle, dann sieht es gleich viel besser aus. Der linken Seite rausschauen. Ausblick auf den wunderbaren See hier. Oh, sieht schon schön aus hier. Kann man nicht meckern. Aber ja, ich muss schon sagen, das ist schon eine nette Spielerei mit dem Spawnen. Ich glaube, da werden wir noch sehr viel Spaß haben damit. Aber ja, dafür halt zu zahlen für das Upgrade. Das glaube ich, hätte auch ein normales Update sein können. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben jetzt erstmal Spaß mit unserem Flying Scotsman. So, jetzt sind wir dann gleich bei 50. Sehr gut. Ja, die haben sich schon gut hingekriegt. Hier gehen wir ein bisschen weg. Einfach eine wunderschöne Lokomotive. So, ich hoffe mal, das mit dem Wegpunkt hat geklappt. Werden wir es gleich sehen. Ja, das dürfte geklappt haben. Das macht ein bisschen mehr Sinn, dass wir auf der anderen Seite sind. Ist eigentlich schön, dass wir hier die alten Formsignale noch haben. Betonung auf noch. Ein klein wenig zu schnell. Und da haben wir jetzt unsere Detour. Ich meine, so kann man halt seine Sonderfahrten on the fly machen. Braucht man gar nicht groß im Szenario-Planer irgendwie rumtun, sondern nutzt einfach den bestehenden Fahrplan und quetscht sich da irgendwie rein. Mal gespannt vorne bei der Eingleisigen, ob wir da recht schnell durchkommen oder ob wir warten dürfen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Dampflok dann in Simrail. So, wie schauen wir denn aus? Druck ist okay, alles okay hier drin. Oh, den können wir mal ein bisschen zurückdrehen. Und dann wären wir wieder auf der Hauptstrecke. Sehr cool. Gut, dann gehen wir mal Schmackes. Regler komplett offen.
Mehrschmack, es geht nicht mehr. Hier mal ganz kurz schauen. Na, nicht so gut. 40. Besser. Ich kann mir schon vorstellen, so eine Flying Scotsman bei uns. Wird noch ein bisschen Geld kosten, die mal herzubringen. Aber der Sound ist halt schon richtig gut. Muss man hinlassen. Eigentlich wäre es witzig, was passiert, wenn man hier mal absichtlich einen Stau verursacht. Wer dann damit umgeht im Fahrplan. Macht der Druck. Druck ist wunderbar. Wir sind jetzt bei 80 km/h. Ich muss noch mal testen, ob sich die anderen Lampen jetzt auch wesentlich besser fahren lassen als so wie die hier. Nein, jetzt ist wirklich angenehm zum Fahren. Und hier wäre eigentlich unser Systemwechsel. Kann das mit der Dampflok egal sein. Und halt erwarten. Damit habe ich irgendwie gerechnet. Oh, runterbremsen. Ich würde gerne mal auf den großen hier wechseln. Wenn er ein bisschen schneller geht. So, da hätten wir unseren Bahnhof. Schauen wir mal, dass wir hier nicht über Rot drüber rauschen. Sonst ist vorbei mit der Session. Tja, liebe Leute. Sieht man nicht jeden Tag, ne? Flying Scotsman einfach mal so am Bahnhof. Ah, da ist der Gegenzug. Oh, wir bleiben stehen. Ich könnte eigentlich mal ganz kurz die Türen aufmachen. Lass mal sie mal einsteigen. Oh, keiner will einsteigen. Moin, Kollege. Gut. Machen wir dazu. Und wir haben nach wie vor Rot. Wie gesagt, das kann jetzt natürlich dauern, bis wir da Fahrt kriegen. Aber natürlich... Was kann ich denn da machen? Ach, wie cool. Da machen wir Zylinder hin auf, da hat er ja schon recht. Ja gut, dann können wir eigentlich auch mal aufstehen. Ja, mal raus hier. Ah, so geil. Einfach schön. Ich glaube, da mache ich mal ganz kurz ein Foto. Das gibt's ja den Föderbrüllus. So, da hätten wir mal unser Föder. Naja, ist aber auch nicht am Weiterfahren. Achso, jetzt aber. Sehr gut. Ja, während wir da jetzt noch warten, könnte man sich mal unsere Wagen anschauen. Und einmal durchgehen.
Hallo? Dankeschön. Hallo? Kann ich da rein? Hallo? Dann halt nicht. Dann gehen wir, keine Ahnung, hier rein. Ich komme da nicht rein. Gibt's denn nicht? Moment, vielleicht kann ich ein bisschen cheaten. Und zwar, indem ich es von hier mache. Machen wir mal kurz auf hier. Nee, er bringt mir das gar nicht mit hochsteigen. Ich darf in meinen eigenen Zug nicht einsteigen. Was soll denn das? So, hier vielleicht. Ah, jetzt. Wunderbar. Gut, machen wir zu. Schauen wir uns diesmal an. Ja, ziemlich Standard. Ich meine, nicht schlecht, aber Standard. Was haben wir hier? Nochmal Abteile. Haben wir auch die Einzelabteile irgendwo? Nee. Das ist jetzt alles die gleichen Wagen. Hier auch. Was? Oh ja, Kollege fährt einfach durch, alles klar. Express S-Bahn. Ah, hier sind die Abteile. Nice. Nee. War da nicht gerade jemand? Oder ich mir. Ne, ich glaube, das habe ich mir eingebildet. So, und hier hinten gleich nochmal. Keiner drin. Schade. Und im Moment denke ich halt jedes Mal, da sitzt halt jemand. So, und da ist dann finito. Okay. Können wir doch die Tür aufmachen? Danke. Dann halt nicht. Hier? Ja, wieso kann ich denn die Tür nicht aufmachen? Hey, wieso komme ich jetzt hier nicht mehr raus? Ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt habe ich dann noch nicht mal das Menü zum Tür aufmachen. Hallo, ich will das dem Zug wieder raus. Ja, das gibt's nicht. Das muss doch gehen. Was ist mit hier? Oh, jetzt muss ich wieder. Ja, ich glaube, jetzt darf ich wieder ganz nach vorne laufen. Weil ich sonst die Tür nicht aufkriege. Ey, wie dämlich. Hauptsache, das Fenster kann ich aufmachen. Aber gut, so schlimm ist eh nicht, weil wir haben es nach wie vor rot. Aber das wird auch heißen, dass wir hinter uns alles blockieren. Fragt mich, ob er dann auch Züge umleiten tut, wenn wir ein Gleis quasi belegen. So, da wären wir wieder. So. Ja, ich. Hallo. Oh, nicht im Ernst. Oh, Gott sei Dank. Ich bin wieder draußen. Mach die Tür wieder zu. Hä? Wir haben ja freie Fahrt? Warum zeigt er mir im Hut dann. Naja, was soll's. Okay, los geht's. Bremsen ein bisschen. So, vorwärts 50 und los geht's. Jetzt zeigt er mir grün an. Ja, gut, dann haben wir halt mal ein bisschen einen Extended Stop gemacht. Oh, das war zu viel. So, läuft doch. Sehr gut. Wir gehen mal wieder auf die rechte Seite. Mal schauen, dass wir möglichst schnell hier auf Speed kommen.
Ja, ich weiß. So, das passt. Also ich bin die Strecke schon einmal komplett abgefahren mit einer Vectron, wenn wir dann auch nochmal machen. Sie ist grundsätzlich schön gemacht, die Strecke, aber ich weiß nicht, 44, 50 dafür verlangen. Es ist halt echt nicht lange. Und gerade dann, wenn es halt spannend wird mit der Passstrecke, genau da hört die Strecke dann auf. Aber ich kann euch nur empfehlen, dass ihr mal in echt daherkommt. Das ist wirklich eine schöne Gegend hier im Bodensee. Wenn ihr schon mal da seid, schaut mal vorbei beim Lokorama. Hier bringen wir uns holen. Wenn ihr Glück habt, dann bin ich dann auch da. So, was macht der Druck? Der geht dann nach unten. Wir haben noch 40. Halt. Mal wieder. Oh, da wären wir unten. Das unterste Gleis, wo wir auch hin wollten. So, glaube ich, kommt man auch ein bisschen besser voran, wenn man auf Gleise fährt, wo im Fahrplan nicht so befahren werden. Sehr nice. Bin jetzt noch ein bisschen langsam reingefahren. Okay, wir sind drinnen. Nee, Moment mal, was steht denn da? Ludens 1049. Ja, das wird aber spannend. 1049. Ja, da blockieren wir jetzt erstmal. Okay, schauen wir doch mal auf die Karte, was wir hier noch irgendwie anstellen könnten. Wir könnten zum Beispiel sagen, dass wir auf das Gleis da hinten rein wollen. Das Stumpfgleis. Das probieren wir jetzt mal. Ich glaube, das mag jetzt nicht, weil ich ausgestiegen bin. Hier nochmal. Also, der Zug da, Route setzen. Und dann schauen wir mal, ob er uns da hinten irgendwie reinschicken kann. Bestätigen. An einem Ort anhalten, Bahnsteig 2. Zwinde, den machen wir auf. Wir gehen mal rückwärts. So. Hat der jetzt hier hinten? Okay, jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. Habt ihr jetzt für hinten freigegeben? Jetzt gucken. Ah, ich glaube ja. Also der Mini hat tut sich
Ups. Nicht anpassen. Wir gehen mal zum hinteren Wagen. Aber geil, es hat funktioniert. Wenn wir da drauf schauen, dass wir hier nicht durchrutschen. Da haben wir noch. Also beziehungsweise wir machen dann für die S-Bahn hier Platz. Ja, ja, ich mach's ja schon wieder zu. Aber solche Spielereien kann man halt die ganze Zeit machen. Jetzt könnte man dann die Dampflok nur irgendwie abkuppeln. Und dann könnte man zum Beispiel irgendwas anderes da vorne ranklatschen. Die Frage, wo stellen wir die Dampflok dann hin? Und was interessant ist, wenn ich die Dampflok abkuppel und es sagt dann löschen, bleiben dann die Wagen oder gehen die Wagen dann auch weg? Mal gleich mal ausprobieren. Ja, gerne noch ein bisschen Schmackes. Ich hoffe, ich passe da hinten rein. Sie dreht nicht durch. Ja, machen wir hier mal zu. Ich glaube, das wird eine enge Sache. Ja, das wird sich nicht ausgehen. Es war jetzt ein bisschen zu viel. Weiter nach hinten. Oh, shit. Nee, komm, drück mal weiter nach hinten, bitte. So, da kommt die andere S-Bahn. Komm, drücken. Stückchen noch. Ah, sogar im Doppel. So, minimalistisch noch. So, ist aber gut. Ja, schauen wir uns mal die Situation hier an. Das wollte ich gar nicht. Nein. Hallo. Weg damit. Die 8 hätte ich gern. Ja, wir stehen da sehr ungünstig. Hat er den Bahnübergang aufgemacht? Okay. Kann man machen. So, komme ich von hier jetzt noch weg? Route setzen, zum Beispiel nach... Hierhin bestätigen. Ah, jetzt macht er auch einen Bahnübergang zu. I guess. Fallet er jetzt auch auf Fahrt? Oder kann er nicht, weil ich... Wir probieren das jetzt mal kurz mit dem Abkuppeln. Einfach nur zwecks der Neugierde. Na, ich möchte auf, untersteigen. Dankeschön. So. Beigestellt. Sehr gut. Ja. Ach so, warte mal, wir müssen ja vorwärts. Das ist ja noch voll schön eingestellt. Na, wäre eigentlich gelöst. Wieso fährst du nicht? Nein, jetzt bin ich immer noch angekuppelt. Das will ich ja gar nicht. Bremsen, bremsen.
Maximales Chaos hier. Eingestellt. So, jetzt aber. Komm, rauf. Versuch Nummer 2. Oh! Schweizer Kollege. Ah, geht doch. Okay, wir hätten nicht fahren sollen. Aber es wäre doch irgendwie ein interessantes Experiment gewesen. Ah, wisst ihr was? Wir machen da nochmal ein Replay draus. Und wir werden das nochmal in Lindau ausprobieren. Dass wir die Dampflok irgendwie wegziehen. So, da wären wir wieder. Genau da, wo wir gestartet sind. Sudle. Ach, nehmen wir. Doch, den Bahnsteig da. So, neuer Zug. Flying Scotsman. Södele. Mit irgendwas wenigem. 20 Meter. Ja, komm. Ja, so rum hätte ich es nicht gern. Ja, das reicht nicht. Wir müssen weiter nach vorne. Ah, wie weit muss ich laufen? Jetzt geht's. Gut. Gleiche Spiel wie vorher. Abkuppeln. Alles klar. So, Tür auf. Einsteigen. Hinsetzen. Du auf. Und wir sagen, mit das Kotzmann. Ja genau, was ist eigentlich, wenn ich hier abstellen will? Moment. Gutes Setzen. Ich möchte nach... Ja, da. Das ist kein gültiger Ort. Ah, da lässt du mich nicht hin. Wir müssen also irgendwie... Ziel setzen. Kann ich... Ja, bis hierhin werde ich nicht fahren können. Kann ich bis hier hinfahren? Okay, das geht überraschenderweise. So, sagen wir mal vorwärts 50. Alle klar, Wagen bleiben stehen. Kann ich also mitten auf der Strecke stehen bleiben. Vielleicht komme ich dann irgendwie nach hinten rein. Überhaupt von den Weichen. Ja, es müsste, glaube ich, gehen. Ich hoffe, er sagt da nicht gleich, hier ist finito bezüglich spielbaren Bereich, weil eigentlich fährst du da hinten noch nicht rein. Zumindest hinter die Weiche da müssten wir. So. Ah, wir hätten eigentlich aufs andere Gleis sollen. Anfängliches Anlegen hier. Okay, wir bleiben hier stehen. So, und was wir jetzt machen? Die Route entfernen. Ja,
Perfekt. So, Rute setzen. Jetzt möchte ich gerne da hinten rennen. Jetzt macht das. Ist die Frage jetzt, wenn wir vermutlich warten müssen. Ich will mal ganz kurz hier rein. Also hier hat er auf grün gemacht. Ja, okay. Probier's jetzt einfach mal. So, lösen. Und los geht's. Ja, ja, ich weiß. Ja, sehr nice. Cool. Zwerg ist offen. Oh, eigentlich hier oben ist auch eine geile Ansicht. Nee, machen wir hier so. Hallo Zwerg. Zwerg in luftiger Höhe. Doch, also ich sehe mich da schon, wie ich da Blödsinn mache auf diversen Strecken. Mit den Freiheiten hier. So, und wenn wir dann hier stehen, wenn wir den Zug mal löschen und schauen, ob die Wagen bleiben. So, komm, ein Stückchen noch. Ja, passt schon. Gut, wir werden jetzt mal die Route wieder entfernen, bestätigen. Wir steigen aus, schauen den Zug an und sagen Zug entfernen. Yes. Ist weg und unsere Wagen sind noch da. Cool. Kann man ein bisschen cheaten mit dem Güterwagen und so. Ja geil, also da könnte man jetzt irgendwas anderes ranklatschen und dann weiterfahren. Also ihr seht, das ist ein ganz witziges Tool mit den Zugsbahnen und dass man halt einfach mal so seine Strecken random planen kann oder auf Stellen hinfahren kann, wo du sonst eigentlich nicht hinkommst. Zumindest nicht in den normalen Szenarien. Mir gefällt's. Wie gefällt's euch und was sollte man vielleicht damit nochmal anstellen? Schreibt mir das in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Abenteuer und mal schauen, ob wir noch ein Szenario fahren oder ob wir hier im freien Modus, im Fahrplanmodus irgendein Blödsinn anstellen. Also, bis dahin. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.